Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist der Sascha. Und die Daniela. Wir begrüßen euch zum letzten Update zum großen Weihnachtsspenden-Stream am 19.12.2020. Beginnend um 12 Uhr. Worum geht es? Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden knapp 12 Stunden lang dieses schöne Set hier von Panlos, das Sanctum Sanctorum, mit 6619 Teilen bauen und sogar eine Beleuchtung, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwas ist da mit Lightbrick irgendwie. Ja, ein sehr, sehr großes Set. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ob wir es fertig kriegen, mal schauen. Muss aber nicht fertig werden. Wir werden es dann auf jeden Fall noch offstream zu Ende bauen und dann schauen wir mal, was wir damit noch so Schönes anstellen können. Es geht dabei aber darum, dass wir während dieses Streams Spenden für Save the Children sammeln werden. Eine weltweit agierende Organisation, die den Kindern hilft, wo es nur geht, wo überall eben Hilfe benötigt wird. Ja. Vielleicht kurz dazu. Mit den Spenden verbunden ist auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt auch, falls ihr am 19. keine Zeit habt, jederzeit jetzt schon spenden. Die Spendenaktion selbst läuft schon. Jeder, der da teilnimmt, kann auch mit jedem oder ja, mit jeder Spende bzw. kann einmal teilnehmen und in den Lostopf kommen für eine Verlosung. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie 2x5 Euro spendet oder so, landet ihr trotzdem nur einmal im Lostopf. Und da gibt es viele, viele wunderschöne Preise zu gewinnen. Teilnehmen kann jeder in Deutschland, Österreich und Schweiz. Teilnahmeberechtigt sind alle ab 18 bzw. ab 16, wenn ihr dann bis zur Verlosung, die im Januar stattfinden wird, die Erlaubnis eurer Eltern uns zukommen lasst. Die E-Mail dazu, wo die Erlaubnis hin soll, findet ihr in der Beschreibung. Und ja, auch ganz viele andere Infos findet ihr, genauso wie den Spendenlink natürlich, unten in der Beschreibung. Es sind während des Streams ganz, ganz viele Leute dabei, die uns begleiten, unterhalten, ablenken werden, wie auch immer. Natürlich auch für allgemeine Erheiterung nach draußen sorgen, wenn wir mal wieder ganz konzentriert sind und nicht wissen, was wir da bauen sollen. Dann ja, wenn wir planlos sind. Genau, wenn wir, planlos mit panlos. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber wer weiß, bei 6600 Teilen kann es vielleicht schon mal etwas herausfordernder werden. Die Liste der Leute und auch wann diese Leute, YouTube-Kanäle und auch Privatleute bei uns zu Gast dann sein werden, maximal 5 gleichzeitig, findet ihr auch unten in der Beschreibung bei der Spendenseite. Da sind alle Informationen auch nochmal drin, auch rund um das Gewinnspiel, um den Spendenstream selbst, was wir für Sets haben. Aus den Sets werden wir dann Gewinnpakete noch schnüren, wenn es soweit ist. Die Verlosung findet übrigens dann im Januar statt, wenn alle Spenden eingesammelt sind und wir dann einfach wissen, wer alles gespendet hat. Und jetzt habe ich den Faden verloren. 3, 2, 1, Cut. Nein, Cut nicht. Also wie gesagt, alle Informationen auf der Spendenseite. Jetzt habe ich wirklich, das ist blöd. Ja, dann unterstütze ich mal kurz. Diese ganzen Sets, die wir verlosen werden, kommen natürlich nicht von ungefähr. Die haben wir nicht alle aus dem Ärmel geschüttelt, sondern die haben wir dank ganz, ganz vieler toller, netter Menschen und Firmen zusammengesammelt bekommen. Und deswegen habe ich die ganze Zeit wieder das Handy und mache dann die ganze Zeit, dass es nicht ausgeht. Denn wir haben wirklich ganz, ganz viele Leute. Und also die Sets jetzt allein aufzuzählen, das würde nicht mehr enden und es sind noch nicht mal alle Sets da. Also es kommen auch hier zu der Liste nochmal 2, 3 Leute bestimmt dazu. Da ist, wie gesagt, noch ein bisschen was unterwegs. Aber wir haben Unterstützung von BioBuddy, von Freakware, vom Steinchen-Shop, von der Bausteinecke, von der Beta Service GmbH, vom Steinchen-Express, einer Privatperson namens A.P. Da waren wir den Datenschutz. J-Bricks, Jessys Klemmbausteine, Tims Klemmbausteinladen, Blocksbox, der liebe Westforce Bricks, der liebe Hügel, Buttermaker, das sind auch alles Privatleute, ja, ganz wichtig. Carnofax Production, justbricks.de unterstützt uns, breakingbrick.de unterstützt uns, Lemmys Klemme und M.T. Lange Liste. Die Customs, also ja, wir haben auch noch was in den Lostpot mit reingeschmissen. Dann EOMOS, mein Klemmbausteinladen und M.R. Und wie gesagt, da kommen noch 2, 3 Leute oder
wie auch immer dazu, Firmen, was auch immer. Auf jeden Fall an euch alle da draußen, die ihr die Sets zur Verfügung gestellt habt für die Verlosung, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist super spitze 1A, das freut uns sehr und ich hoffe, und ich gehe auch stark davon aus eigentlich, dass das wieder so eine grandiose Aktion dann wie letztes Jahr wird. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr auf den Stream. Wie gesagt, die Liste der Gäste inklusive Zeitpunkte, wann sie denn so im Stream rumwuseln werden, ist auf der Spendenseite zu finden oder auch bei uns auf dem Discord. Kommt da auch gerne vorbei, wenn ihr noch nicht da seid. Da gibt es auch sämtliche Informationen und natürlich auch noch mehr drumherum. So, was habe ich vergessen? 12 Uhr bis 23.59 Uhr. 59. Ich würde mal sagen, alles Wichtige. Haben wir gesagt? Gut, ja. Dann halten wir euch nicht länger vom dritten Advent ab. Feiert schön, genießt den Tag. Bereitet euch auf die nächsten Tage vor. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und wir sehen uns am 19.12. ab 12 Uhr zum Weihnachtsspendenstream für Save the Children. Wir freuen uns auf euch alle. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.